Ja, vielen Dank, Gerhard. Vielen Dank auch an Sie alle, an euch alle, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Das ist wirklich nochmal ein tolles Signal für den Wahlkampfabschluss hier. Ich danke ganz herzlich. Ich will jetzt keine programmatische Rede halten. Einmal glaube ich, dass mich sehr viele schon erlebt haben. Vielleicht nicht so viele, wie ich vorher dachte, weil sie eben so zahlreich gekommen sind. Es gibt aber die Wahlkampfzeitung, die vorne liegt. Da ist zum einen sehr viel über mich persönlich zu erfahren, als auch eben über den Inhalt, über das, was ich verändern und bewirken würde als Landrätin. Und außerdem kommt ganz am Schluss, das war jetzt noch nicht angekündigt, noch ein Gespräch zwischen Volker Heißmann und den beiden Claudias, wo dann auch eben noch ein bisschen Programmatisches von mir vorkommt oder Inhaltliches. Aber ich möchte ganz kurz meine Ziele benennen oder das, was ich gerne sein möchte. Also ich möchte eben, wie es der Gerhard auch schon angesprochen hat, gerade die Landrätin für alle sein. Und das sage ich auch ganz bewusst hier in Dingelsbühl natürlich. Ich stand beim Radioduell zwischen Dingelsbühl und Feuchtwangen und man hat diese jahrhundertealte Fehde regelrecht gespürt, würde ich mal sagen. Also da ging es dann auch teilweise ein bisschen kleinlich hin und her, ob der Landkreis jetzt auseinanderdriftet oder nicht auseinanderdriftet. Aber die Antwort, es war auch sogar noch eine Steilvorlage, die der Moderator mir gegeben hat, die konnte ich dann liefern und sagen, naja, also um diese Frage zu lösen, muss es halt einfach jemand von außen geben. Frischen Wind von außen. Den Landkreis gerechter machen, auch innerhalb Bayerns. Da bin ich manchmal so ein bisschen erschrocken, wenn es immer heißt, ja, die Staatsregierung tut auch was für die ländlichen Regionen. Und wenn man dann genau hinschaut, wenn man genau nachfragt, ist es nicht besonders viel. Also es gibt eine Anfrage von der Kollegin Renate Ackermann, da geht es um Bavaria im West. Da kam raus, bei Gewerbeansiedlungen ganz schlecht. Knapp 100 in Oberbayern, ein einziges Gewerbe in Mittelfranken, was angesiedelt wurde durch Staatsregierungsgelder. Jetzt gibt es ein sehr heißes Thema gerade hier, nämlich der Rettungshubschrauber. Es gibt diesen weißen Flecken. Das leugnet auch niemand, also das streitet niemand ab. Und dann habe ich gefragt, wie sieht es denn aus? Wie sind denn die Verhandlungen innerhalb der Staatsregierung? Wohin kommt er denn? Und die Antwort war, wahrscheinlich kommt er nach Baden-Württemberg. Wir stehen in guten Verhandlungen mit Baden-Württemberg. Und da ist mir schon ein bisschen die Kinnlade runtergegangen, weil ich mir gedacht habe, es ist so leicht, dieser Region hier zu helfen, eben den kommunalen Krankenhäusern, die diesen Rettungshubschrauber, abgesehen von der Sicherheit, aber die wäre ja auch durch Baden-Württemberg abgedeckt, also die kommunalen Kliniken hier würden einfach profitieren von dem Rettungshubschrauber oder umgekehrt, wenn er nicht hierher kommt, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass ein Standort zugemacht werden muss. Eine alte Fehde wird wahrscheinlich wieder aufflammen. Also von daher ganz wirklich nonchalant haben sie dann gesagt, naja, Baden-Württemberg. Und da bitte ich einfach irgendwie zu sagen, da müssen wir dagegen halten. Es gab 30.000 Unterschriften. Da müssen wir auch die beiden mittelfränkischen Minister, die übrigens dafür zuständig sind, also der Staatsminister für Inneres, der Herr Herrmann, und der selbsternannte Stabilitätsminister, der Herr Söder, die muss man da einfach auch in die Pflicht nehmen und sagen, das kann so nicht sein, tun Sie wirklich was für die ländlichen Regionen. Das ist eine Kleinigkeit, den Rettungsschubbrauer wollen wir hier im Landkreis Ansbach. Mein drittes Ziel ist, den Landkreis und aber auch unser schönes Franken zu schützen. Das heißt für mich ganz konkret, nicht nachhaltige Infrastrukturpolitik ist einfach out, also ist von gestern. Wir brauchen, oder was wir brauchen, sind Datenautobahnen. Und wir brauchen nicht unbedingt neue asphaltierte Straßen. Es mag die ein oder andere Umgehungsstraße geben, die es braucht, da muss man aber ganz genau hinschauen und differenziert eben hinschauen und dann auch argumentieren. Aber hauptsächlich brauchen wir Datenautobahnen. Die Jugendlichen kommen nicht in den Landkreis, weil es breite Straßen gibt, weil es Autobahnen gibt, sondern sie kommen, wenn sie schnelles Internet haben. Sie kommen eben, wenn sie ihren Landkreis als lebenswert und liebenswert empfinden oder empfunden haben. Oder auch Kleinigkeiten, also das ist immer so mein Beispiel, es braucht einfach den Übungsraum für ihre Band. Ja? Also wenn man einfach eine gute Erinnerung an den Landkreis hat. Ganz wichtig ist eben die Besinnung auch auf Traditionen, die Besinnung auf hier die Kulturgüter, sowohl in Natur als auch also in der Natur oder auch in den Städten, das alles zu stärken oder auch die Besinnung auf die Landwirtschaft, die ja hier sehr stark vertreten ist,
regionale Produkte, das ist das, was wir stärken müssen. Da müssen wir einfach noch mal einen Zahn zulegen. Es gibt ja sehr gute Ansätze, hier eben auch mit Alfra vom Hesselberg, die Produkte. Und das muss man stärken oder als Vorbild nehmen und genau solche Genossenschaften weiter fördern. Regionale Wertschöpfung, das ist ein Weg, wie es eben lebenswerter und liebenswerter in diesem Landkreis werden kann. Bin ich hier auf der kleinsten Bühne, auf der ich jemals gestanden habe. 2x2 Meter, 4 Quadratmeter, das Land. Das geht man nicht machen. Alles andere liegt doch bei euch. Und wenn ihr, sie und die anderen, die halt nicht da sind, wenn die so blöd sind und am anderen wählen, sind selber schuld. Ja? Ich, wenn ich hier wählen dürfte und wählen könnte, wüsste ich, wo ich mein Kreuzchen mache. Ich sag's nicht, aber ich wüsste es. Ja? Aber nein, das ist ein Anbieter, wir machen hier keinen Applaus. Meine Damen und Herren, der Mann dabei. Ja. Das ist mal schön. Nein, denn es gibt ja, heute ist Weltfrauentag und ich habe eine Nummer momentan im Programm, die einfach nicht mehr gespielt werden darf, finde ich, weil die passt überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit. Und deswegen spiele ich sie heute zum letzten Mal. Ja, also ich spiele sie heute zum letzten Mal. Stellt sich vor, wir sind hier alle vom Noggerbein hergekommen. 8% des Bierkampfs haben es gesagt. Das muss als Stammwürze. Genau. Also, zwei Maß und noch fahren. Der Kühler Beckstein macht das immer noch. Ja. Da wollte der kommen, aber das ist überhaupt wahrscheinlich. Ja. Die ist noch nicht kommen. Nein, aber stellt sich vor, man hat diesen Abend hinter sich gebracht und dann will man noch ein bisschen was erzählen. Zwischen zwei Jahre ist schön, dass Sie bei uns in Franken sind. Und ich finde das so toll, gestern Abend in München, heute wieder Berlin, jetzt hier beim Saarland. Und da muss ja dann auch schon etwas sein, wo man sagt, da unterstütze ich jemanden, das liegt mir auch sehr am Herzen. Die Claudia, schau. Ja, Claudia liegt mir sehr am Herzen, weil ich finde es unglaublich gut, dass so eine starke, junge Frau sagt so, ich probiere das jetzt, ich drehe hier an in einer Männerbastion, wo die anderen nur auf Männer kommen, ich drehe hier an, ich will hier Landrätin werden. Und sie macht, ja, leben, lieben und lachen. Und das kann sie und das tut sie. Und noch einmal, jetzt alles mobilisieren, dass das am Sonntag zu schaffen ist, in die Stichwahl zu kommen. Und dann gibt es alle Chancen, die Menschen davon zu überzeugen, man kann auch mal was anderes machen. Es muss nicht immer ein Mann sein. Es kann auch mal eine Frau sein und es kann auch eine Frau sein. So viele hier haben, die vielleicht das erste Mal, ich glaube, der Stamm ist live und wahrhaftig hier sehen in Dinkelspiel. Vorhin eine ältere Dame hierher gelaufen mit ihrer Freundin und ich bin hinterher gelaufen und dann habe ich gesagt, ja, aber das wäre immer eine vom Landtag und dann ist sie nur Landrätin und das schafft doch die alles gar nicht. Ja, also dieses Problem haben wir nicht, gell? Nee, das haben wir ganz sicher nicht. Also mir ist klar, dass ich nicht beides machen kann. Ich glaube, man darf das auch gar nicht. Und ich will es ja auch nicht. Also ich würde dann natürlich in München, Ottobrunn, meine Zelte abbrechen und hierher ziehen. Und wir würden uns sehr freuen, hierher zu ziehen. Und natürlich braucht diese Arbeit, dieser Job als Landrätin auch volle Kraft und Energie, um eben das einigermaßen nachhaltig, zukunftsgerichtet und wirklich ja, mit Inhalt, Herz, Verstand und allem zu leisten. Der Landkreis hat auch wahnsinnig viele Herausforderungen. Demografischer Wandel ist ein Stichwort. Da müssen wir gegenwirken, wir werden es nicht verhindern können, das ist klar, es wird eine Abwanderung geben oder die Bevölkerung wird weniger werden, aber wir müssen schauen, wie der Landkreis eben einfach lebenswert und liebenswert bleibt und da gehört die ganze Kraft und Energie hin und da würde ich mich wahnsinnig gerne drauf freuen und das ist wirklich das, wo ich sage, ich stecke meine ganze Kraft und Energie rein und will die Landrätin für alle mit einem offenen Ohr für alle sein und das kann ich auch wirklich.